Die jüngste chinesische Ausstellung Technology Day war definitiv ein Erfolg, denn dort wurde nicht nur ein Fahrzeug von morgen, sondern auch von übermorgen gezeigt. Überzeugt euch selbst! Die Konstruktion ist ein Mix aus Auto und Drohne, die zusammen oder unabhängig voneinander arbeiten können. Die Bewegung sowohl am Boden als auch in der Luft erfolgt autonom. Die Route wird über den Monitor oder per Sprachbefehl gewählt. Es besteht die Möglichkeit zum vertikalen Starten und Landen. Alles wird mit Strom betrieben. Ein Test mit einem echten Passagier soll erfolgreich gewesen sein. Der genaue Zeitpunkt der Produktion und technische Details sind aber noch unbekannt. Es bleibt sich nur auf Prognosen zu verlassen. Hyundai geht beispielsweise davon aus, dass bis Ende dieses Jahrzehnts mit dem innerstädtischen Luftverkehr zu rechnen ist. Für euren Kleiderschrank gibt es einen neuen Gast, dieses Mal vom US-Riesen Nike. Die Aerogami-Jacke besteht aus einem smarten Stoff, der auf Schweiß und Temperatur reagiert. Die über Brust und Rücken verlaufenden Belüftungsöffnungen dehnen sich je nach Schweißbildung aus oder ziehen sich zusammen. Bei Bedarf öffnen sie sich automatisch, um einen kühlenden Luftzug zu erzeugen. Der Hersteller hat auf Akkus, Ladegeräte und anderen Kram verzichtet, sodass die Jacke sowohl für den Alltag als auch für den Sport perfekt geeignet ist. Es werden zwei Versionen erwartet. Die Damenversion wird im Juli erhältlich sein. Die Herrenversion muss noch bis Herbst warten. Der Preis ist noch unklar, aber wie viel würdet ihr dafür zahlen? Rund 23 Millionen. So viele Surfer hat die International Surfing Association einmal auf der ganzen Welt gezählt. Diese revolutionären Pools könnten zu noch mehr Surfern führen. Die Pools werden innerhalb von 2 Wochen überall auf der Welt aufgebaut. Sie sind so groß wie ein Tennisplatz und man braucht keine große Baustelle und kein Fundament. Darin können bis zu 15 Personen gleichzeitig surfen. Außerdem ist die Konstruktion modular und verschwendet kein Wasser, das übrigens nicht chemisch behandelt wird. Die Welleneinstellung im Bereich von 0,3 bis 1,8 Meter erfolgt mit einer Taste. Zusätzlich gibt es eine Software für verschiedene Beleuchtungsmodi. Die Firma Venturi hat beschlossen, das Rad neu zu erfinden. Und zwar nicht irgendein Rad, sondern ein hyperverformbares Mondrad. Einige Berichte nennen die Neuheit einen Durchbruch in der Raumfahrtindustrie. Im Juni 2023 präsentierte die Venturi Group auf der internationalen Paris Air Show in Frankreich ihre neueste Errungenschaft. Das wichtigste Merkmal, 192 Kabel, die als Speichen dienen, sowie ein mit Federn ausgestatteter Außenring. Der Flex Rover wird im Jahr 2026 zum Mond gebracht und am Südpol des Mondes eingesetzt, wo extreme Temperaturen zwischen minus 90 und minus 230 Grad Celsius vorherrschen. Die Räder wurden entwickelt, um eine Mindestleistung von 1000 Kilometern zu erbringen. Das Fahrzeug soll Geschwindigkeiten von bis zu 20 km/h erreichen. Handy am Steuer bereitet Beamten in vielen Ländern Kopfzerbrechen. In Frankreich ist nun auch die Benutzung einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder eines anderen Headsets im Auto strafbar. Doch 52% der französischen Autofahrer chatten immer noch, vertiefen sich in das Navigerät und so weiter. Die Entwickler dieses Helms versuchen, den umgekehrten Weg zu gehen. Beim Moto i E6 handelt es sich um ein nachrüstbares AR-System mit umfangreichen Funktionen, welches in einen Motorradhelm eingebaut werden kann. Verbaut ist dafür ein Rechenchip mit 8 bis zu 1,8 GHz schnellen Rechenkernen und einen 1 oder 2 GB großen Arbeitsspeicher. Angezeigt wird nicht nur die aktuelle Geschwindigkeit, über ein GPS-System lässt sich auch die Navigation vornehmen.
Die Musik und Anrufe können per Sprache gesteuert werden, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. So fällt ein Smartphone oder Navigerät bei der nächsten Bodenwelle nicht aus der Halterung. Das Upgrade kostet ab 370 Euro. Die Transformers sind wieder da. Unser Dank geht aber nicht an Michael Bay, sondern an das California Institute of Technology. Der dort gebaute Roboter M4 ist zwar nicht so groß wie Bumblebee, verwandelt sich aber von einem Auto in eine Drohne, fährt auf zwei Rädern und schlägt Purzelbäume. An den Abmessungen muss also noch getüftelt werden, aber die Aussichten sind prima. Ein Roboter mit solchen Fähigkeiten wird für Weltraummissionen und sogar für die Evakuierung von Verwundeten nützlich sein. Der M4 funktioniert dank Nvidia Jetson Nano, einem kompakten Computer, der unter anderem auf künstliche Intelligenz ausgerichtet ist. Bei der Gestaltung des Transformators ließ sich das Team von Vertretern der Tierwelt inspirieren: Rebhühnern und Seelöwen. Die Entwickler dieser Schuhe sagen, sie seien die beste und aufregendste Art, in der virtuellen Realität zu laufen. Die Empfindungen sind wie auf einem Laufband. Die Schuhe rollen oder verrutschen nicht. Der Nutzer bleibt an Ort und Stelle und läuft nicht Gefahr, einen Abdruck an der Wand zu hinterlassen. Die meisten Spiele und Apps mit Joystick-Steuerung werden unterstützt, sowie viele VR-Headsets mit SteamVR. Von Oculus Rift bis HTC Vive. Dafür reicht eine 2x2 Meter große Fläche. Für die Zukunft planen die Entwickler eine Jogging-Version und eine Option für Kunden mit einem Gewicht von bis zu 120 Kilogramm. Seit längerem kursiert im Internet ein Meme zur Serie CSI Crime Scene Investigation. Der Verbrecher wird anhand der Spiegelung einer Schraube auf dem Autokennzeichen ermittelt. Aber ihr wisst doch bestimmt, dass in jedem Witz etwas Wahres steckt. Hier kommt eine Technologie, die es ermöglicht, anhand mehrerer Porträtfotos einer Person zu verstehen, was sie sieht. Aus den Reflexionen in den Augen wird ein Bild rekonstruiert und es kann sogar ein 3D-Modell des konkreten Zimmers, Straße oder eines anderen Ortes erstellt werden. Die Erfinder haben ihre Idee mit den Videos von Miley Cyrus und Lady Gaga getestet. Die Code-Komponenten sollen auf GitHub veröffentlicht werden. Wahrscheinlich kann sich dann jeder an der Nachbearbeitung beteiligen. Einigen Prognosen zufolge wird der Markt für kleine Drohnen voraussichtlich bis 2028 die Marke von 50 Milliarden Euro erreichen. Das Schweizer Startup Jetsy entwickelt eine Frachtdrohne, die direkt am Balkon oder unter einem Fenster landen kann. Die Drohne fliegt zunächst genau zum jeweiligen Balkon. Dort dockt sie an ein vormontiertes Gestänge an. Wer keine solche Vorrichtung hat, kann sein Paket aber auch per klassischem Fallschirmabwurf empfangen. Maximale Liefergeschwindigkeit beträgt etwa 144 km/h, die Reichweite 100 km/h und der Geräuschpegel nur 30 Dezibel, was etwa dem Flüstern oder Ticken einer Uhr entspricht. Solche Möglichkeiten sind für unterschiedliche Zwecke nützlich. Die Entwickler streben beispielsweise danach, in der Drohnennische für medizinische Einrichtungen führend zu werden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mitmachen. Ab sofort sucht das Unternehmen Bediener, Ingenieure und Programmierer. Ein typischer Konzertflügel für große Säle wiegt etwa 500 Kilogramm. Ist es realistisch, das Instrument alleine von A nach B zu ziehen? Ja, und zwar mit dieser Plattform. Sie ist mit bis zu 600 Kilogramm belastbar und ermöglicht ein einfaches Kippen des Instruments in die gewünschte Position. Vom LKW auf den Rasen? Kein Problem. Treppen hoch oder runtersteigen? Auch das ist möglich.
kein zusätzliches Zubehör, es genügt eine Befestigung mit zwei Gurten. Die Plattform ist bereits patentiert. Der Preis wird auf Anfrage mitgeteilt. Auf einem Forum wurde von 18.000 Euro inklusive Lieferung gesprochen. Welcher Fernfahrer würde sich weigern, jedes Jahr etwa 2.700 Euro an Treibstoff zu sparen? Diese Vorrichtung stabilisiert den Luftstrom, verringert den Luftwiderstand um etwa 10% und den Kraftstoffverbrauch um etwa 5%. Dabei wird der Fahrer nicht einmal von der Straße abgelenkt. Das Gerät verfügt über einen Geschwindigkeitssensor, der Aerodyne aktiviert. Wenn es nicht gebraucht wird, fährt das Gerät wieder ein. Die Montage ist auch an Anhängern mit Flügeltüren möglich. Die Entwickler erklärten, dass sie ihre Erfindung in jedem LKW in den USA anbringen wollen. Möge der mit 9.000 Euro dotierte zweite Platz beim InVenture 2020-Wettbewerb die nötige Motivation für sie sein. Die Windenergie erobert die Welt. Allein in China hofft man, bis 2050 etwa 1500 Gigawatt aus Offshore-Windkraftanlagen zu erhalten. Solche Kräne haben also genug zu tun. Sie heben nicht nur bis zu 140 Tonnen, sondern klettern auch wie Raupen auf Windmühlen. Auch 155 Meter Höhe sind kein Problem, aber zunächst muss man hart arbeiten. Für den Transport des LCC 140 werden 11 LKWs benötigt. Der Aufbau dauert einen Tag. Aber die Fläche ist weniger als bei vielen Raupenkollegen und beträgt rund 500 Quadratmeter. Ein Vorteil ist der Fahrerkomfort. Bei Arbeiten in der Nähe einer Autobahn oder eines Autobahnkreuzes muss der Verkehr nicht blockiert werden. Ein neuer Blick auf die persönliche Mobilität aus Südkorea. Weil man innerhalb von Gebäuden viel laufen muss, wurde dort diese Plattform entwickelt. Man setzt sich darauf, legt seine Sachen hin und fährt ohne allzu große Anstrengung los. Die Steuerung erfolgt mit den Füßen, sodass die Hände frei bleiben. Und da die Plattform kompakt ist und sich langsamer bewegt als Hoverboards und Scooter, verringert sich das Unfallrisiko. Man kann dieses Wunder der Technik vom Smartphone aus steuern. Wenn keine Freiwilligen da sind, schaltet die Plattform den Standby-Modus ein und fährt hin und her. 6 Sensoren mit der Time-of-Flight-Technologie, die in Echtzeit ein dreidimensionales Bild liefern, helfen dabei, sich im Raum zu orientieren. Es geht in Richtung Süden. Singapur hat einen intelligenten Verband entwickelt, der nicht entfernt werden muss, um den Zustand der Wunde zu beurteilen. Das geht mit einer speziellen Auflage mit mehreren Kanälen, die passiv Flüssigkeit aus der Wunde absorbieren und ihre Farbe ändern. Allein anhand der Farbe bestimmt der Arzt die Temperatur, den pH-Wert und andere Werte. Man muss die Auflage fotografieren und eine KI analysiert dann die Bilder. Der Vorgang dauert etwa 15 Minuten. Tests an Ratten haben eine Genauigkeit von 97% ergeben. Darüber hinaus erleichtern die Pflaster die regelmäßige Untersuchung von Wunden sowohl zu Hause als auch im Krankenhaus, wodurch das Risiko von Komplikationen verringert wird und eine rechtzeitige Anpassung der Behandlung möglich wird. Laut den jüngsten Berichten wurde bereits ein internationaler Patentantrag eingereicht. Auch Versuche am Menschen sind geplant. Und dieses Team verwandelt Rollstühle in Geländefahrzeuge. Mit dieser Plattform kann man auf Sand, Kies, Erde und Schnee fahren. Es wurden ähnliche Technologien wie bei Panzern verwendet, schreiben die Entwickler. Die Raupen auf unebenem Gelände seien deutlich effektiver als schmale Räder. Die Joystick-Steuerung ist für Rollstühle mit 18 bis 26 Zoll Reifen geeignet.
Die Pro-Version ermöglicht eine Reichweite von 13 Kilometern. Und wenn das nicht ausreicht, kann man einen Ersatzakku mitnehmen, denn der wiegt nur 2,7 Kilogramm. Lassen Sie sich nicht von der Landschaft abhalten, fügen die Entwickler hinzu und verlangen dafür 5.800 Euro. Neuronale Netze haben ihre eigene Vorstellung davon, wie Raupenfahrzeuge sein sollten. Doch die Realität versucht mitzuhalten. Hier kommen zwei Meisterwerke der Ingenieurskunst. Ein Handwerker aus Polen wollte etwas herstellen, das in eine Reisetasche passt. Die Wahl fiel auf die Rollschuhe, die 350 Wattmotoren und 26 Amperestunden Batterien erhielten. Damit kann man etwa 20 Kilometer weit fahren und dabei auf etwa 14 km/h beschleunigen. Ziemlich gut, doch sie kosten satte 1.300 Euro. Die zweite Idee kommt aus Australien. Wie gefällt euch ein elektrisches Offroad-Raupen-Skateboard? Damit ist es möglich, auf 80 km/h zu beschleunigen und sogar in den Schnee zu fahren. Zwar beträgt die durchschnittliche Betriebsdauer nur eine halbe Stunde und das Brett kostet 6.000 Euro, aber der Fahrspaß ist definitiv garantiert. Flammenwerfer sind sehr beliebt. Selbst Elon Musk hat sie einmal verkauft. Seine The Boring Company hat damit in 4 Tagen rund 9 Millionen Euro verdient. Umso interessanter ist es zu sehen, wie erfolgreich das neue Produkt der Firma Throwflame sein wird. Sie verkauft auch Flammenwerfer und eines Tages dachte sich die Firma, was, wenn man sie mit einem Robohund kreuzt? Das Ergebnis heißt Therminator und nein, es ist keine Waffe, obwohl die Entwickler eine Schussreichweite von 9 bis 10 Metern und eine KI-Füllung versprechen. Es ist ein echter Höllenhund. Eine Option mit 3 Knöpfen wäre auch schön. Über den Preis schweigen die Hersteller noch. Wer das kaufen möchte, sollte seine E-Mail-Adresse hinterlassen und auf Neuigkeiten warten. Es gibt zum Beispiel einen perfekt funktionierenden Zug, aber die Teile dafür werden nicht mehr hergestellt. Warum nicht einfach die Lebensdauer guter Technik verlängern und zwar mithilfe von 3D-Druck? Genau das macht ein Team aus Russland. Die Schalter, Halterungen und andere Teile werden aus glasgefülltem Polypropylen gedruckt. Einem Material, das gegen Lösungsmittel, Öl und sogar Säuren resistent ist. Das Material wird für alles verwendet, von der Robotik bis zu Befestigungselementen. Wie sich herausstellt, ist es sogar für Stellmotoren geeignet. Darüber hinaus stellt das Team Ersatzteile für Traktorenfabriken und sogar Virtual Reality Helme her. Es gibt also für jede Herausforderung eine Lösung.